Wie heißt diese Dreierklöwe nochmal? Hokkaido? Ne, das ist ein Kürbis. Haseko. Ha Hasheko, genau. Haseko. Hokkaido. die gibt's nur in der Kaiserstadt. Muss man da kaufen. Bitte überstanden. Okay, dann würde ich zweimal Gold nur Ausdauer nehmen. Okay. Zwei Ausdauer. Aber guck mal, Dios, jetzt macht er schon extra da hinten Duell. Mhm. Hast du den Team-Workshop? Ich will was er für ein Held ist. Oh, jetzt kann ich es nicht schicken, weil die anderen angreifen. Hi, Mi. Hallo. Well, guck. Gucken. Ja, ja. Ich bin mit meinem PvE-Chal gerade. Ich kann es nicht schicken, weil die immer wieder angreifen. Ja, man kann alles hinter speichern. Hat er schon bei Elite gemacht. Elite, hast du ihn besiegt? Ja, als ich Antistan genommen habe für Aufdecken. Okay. Er macht schon gut Schaden, ne? Ja, ja. Ja, der Kampf ging halt sonst immer, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten. Und der hat immer gewonnen, wenn er mir Ulti gegeben hat, einen ungezügelten Schlag. Und ich dann aber, keine Ahnung, jedes x-te Mal bin ich danach halt so kurz durch den Boden geglitscht. Mhm. Das hat halt gereicht. Mhm. Und dann hat's mich aufgeregt, dann habe ich einmal Anti-Stun getränkt, wo Aufdecken genommen und dann war der in der, ja, weg war. Okay. Dann hat er sich natürlich beschwert. Natürlich. Thank you.
wie komme ich eigentlich zu der Ehre, dass du mir so einen Schriebschein geschickt hast und ein Bild? Also das Bild habe ich gefunden. Ich dachte, das wäre was Besonderes, weil das mir gar nichts gesagt hat. Und dann dachte ich, gut, das könnt ihr bestimmt für euer Haus gebrauchen. Wenn es was Normales ist, kannst du es wegschmeißen, egal. Und den Schein, den habe ich schon ewig im Inventar, kann damit aber überhaupt gar nichts anfangen, weil ich den Stil nicht kann, weil ich ja das alles gar nicht kann. Und da dachte ich, ich schick's dir mal, weil du bist doch schon eine Handwerkerin. Okay. Ja. Danke. Bitte. Aber du könntest den Schein ja auch verkaufen. Willst du ein bisschen was dafür haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee. Dann schicke ich dir das Geld. Schatz, wie viel werden die gehandelt? Wie viel sind die wert? Musst du gucken. Das sinkt ja immer oder steigt mal wieder am Furz. Okay, dann muss ich nochmal schauen. Ja, ja, der spielt mit Schatten und läuft dann noch um Dings rum, ey, so ein... Geh! Oh Gott. Speichern, bei solchen Leuten weißt du nie. Okay, 2 goldene Rüstungsklüfen, die musst du mir verschicken, die Kutas, und was genau für eine Eigenschaft, Ausdauer, Magiker... Alles 3 ist solche. Die 3 genau. Klöfen. Oh, muss ich mal gucken, ob ich die habe, ansonsten muss man die da. Ich hab ihn erst ausgelacht. Ich hab geschrieben, kennt man dich? Jetzt ist er weg. Es geht da rollen. Der ist erst morgen zurück. Danke, nur Reni ist angekommen. Ich hab dir's zurückgeschickt, also die Kudos geschickt. Danke. Danke dir. Ich vermute, dass er jetzt vielleicht mit seiner Ausdauernachtklinge kommt, aber ich weiß nicht genau. Da wird er sich oft unsichtbar machen dann. Eine Weile zu tun haben.
Ja, was labert der sein Char? Ist 15 Minuten alt, dieser andere. Der hat bestimmt einen anderen Char, soll man nicht jetzt so hier machen, ne? T-Bag macht man trotzdem nicht, was hat er denn gemacht? Ah, das ist so geil, ich liebe die Spiele. Wenn ihr denkt, ihr habt Probleme im Real Life, geht einfach Jesus spielen. Was hat der gemacht? Ah, wenn jetzt noch Paul Zank kommen würde, dann wäre es perfekt. Er wird alle rasieren kurz und dann zack. Mann, die sind einfach mit ihm befreundet und wollen jetzt hier die Niederlage gut reden. Da ist er. Hier ist er noch. Jetzt ist er mit seinem Ausdauer nach Klinge. Und der macht noch mehr Schaden. Aber da hat er auch kein beschissenes Schild. Naja, mal schauen. Huh?